Jo, moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer Runde, wie ihr sie noch nie erlebt habt in Hand Showdown. Ich war selbst sehr überrascht. Hier war ich wieder mal mit einem Random-Partner unterwegs, weil mich wieder alle verlassen hatten und ich alleine mich durch die Welt schlagen musste. Aber was mich in diesem Run erwartet hat, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht zu träumen gewagt. So, erstmal ein schönes Hi rausgehauen. Zur Begrüßung, man ist ja nett. Teammate antwortet auch, und hier geht's los. Was ist da los? Ich versuche den Grant zu messern, aber nein, er lässt sich nicht abstechen. Das ist dummes Schwein. Was war da los, dachte ich mir. Verbuggt, leck. Dauert es vielleicht jetzt noch? Ist jetzt hier irgendwie was im Busch? Schnell dem Kameraden geschrieben, dass ich hier irgendwie versucht habe, das Vieh zu töten. Und ob er auch irgendwie Probleme hat. Er kann es ja mal versuchen. Er das Ding umhauen kann. Kann ja sein, dass der Grant halt verbuggt ist. Warum auch immer. Hatte ich bisher noch nie, aber man hat schon Pferde kotzen sehen. So, also. Ich probiere es halt nochmal. Aber auch hier Fehlanzeige. Nichts passiert. Der Typ reagiert nicht mal auf mich. Kurze Frage an meinen Teammate. Ob es ein Leck gibt, ob er irgendwas hat. Aber der Gute antwortet halt nicht. Und schlägt einfach meinen Grant um. Fragezeichen, Alter. Ich wusste nicht mehr, was da los war. Warum darf er das und ich nicht? Jetzt hatte ich schon ein leichtes, mulmiges Gefühl, aber war noch zuversichtlich, dass es halt nur sich bei diesem Grant um einen kleinen Fehler handelte, der mich betroffen hat. Aber jetzt wollte ich es wissen und gehe nochmal zu dem anderen. Wollte ihm auch noch, aber auch der. Hier passiert gar nichts. Und er springt auch nicht mal an auf mich. Er reagiert gar nicht. Wird nicht mal getriggert. Ja, jetzt war ich natürlich etwas durch den Wind. Weil, was passiert, wenn ich auf einen Jäger schieße? Treffe ich den? Also, wenn ich den treffe, fällt er dann auch um? Das waren jetzt so Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Und schon wurde mein Kamerad unruhig und ballerte Markierungen in die Gegend. Obwohl ich nichts gehört habe, außer jetzt von rechts. Mehr so aus, ja, westlicher Richtung. Aber noch ein gutes Stückchen weit weg. Also, dieses Spiel hatte mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wusste gar nicht mehr, was kann ich hier in dem Spiel eigentlich noch erreichen. Oder bin ich hier nur als Kanonenfutter unterwegs? Okay, Kumpel haut den nächsten Grant über den Haufen und ich renne rum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Statt vor an die Mauer zu rennen, an das Loch in der Mauer, renne ich zurück zu dem Loch in der Mauer. Und erlebe gleich meine nächste Überraschung. Hier schnell über die Mauer, aber nein! Es geht nicht! Ich kann einfach nicht über die Mauer springen. Tja. Jetzt hatte ich die Schnauze voll und wollte raus. Also noch schnell ein paar Zeilen an meinen Kameraden geschrieben, damit er Bescheid weiß. Have to go out. Cannot do anything. Und so war es. Ich konnte gar nichts machen. Okay, er schießt schon fröhlich. Ich höre da ein paar Drecksköder und da kommt der erste schon geflogen. Dann schieße ich mal doch mal mit drauf. Kommt noch einer. Feuer frei. Ja, keine Hits. Und auch er schien mich zu ignorieren. Jetzt hatte ich so das Gefühl, dass ich halt ein Geist bin in dem Spiel. Dass ich, ja, Ghost, Nachricht von Sam, Junge. Lässt grüßen. Mich gab es in dem Spiel scheinbar nicht. Also nichts wie raus. Hier nochmal ein verzweifelter Versuch. Aus nächster Nähe nochmal ein verzweifelter. Nichts passiert, gar nichts. Jetzt hatte ich meine Bestätigung so weit, dass ich hier gar nicht im Spiel bin. Dass ich halt geisterhafte Erscheinung durch die Gegend wandle. Auch der Chat schien irgendwie nicht mehr zu funktionieren, weil mein
Teammate nicht geantwortet hat oder vielleicht war er bloß schreibfaul und hatte keinen Bock mehr, hat sich gerade so das Hai rausgequält am Anfang und hat jetzt einfach die Schnauze voll und sagt, leck mich am Arsch, ich schreibe dir einfach nicht zurück. Nochmal ein Versuch auf die Hive, okay, das Holzbrett getroffen. Aber da, ein Hunter. Und er reagiert gar nicht auf meine Schüsse oder auf mich. Ja, da habe ich vorbeigeschossen. Und da aus westlicher Richtung kommt sein Kamerad. Und jetzt dachte ich, halt die Füße still, versteck dich in einem Baum, bevor die dich hier kurz vorm Ausgang noch über den Haufen schießen. Das Boot war ja schon in greifbarer Nähe, es ist jetzt hinter mir vielleicht noch so 20 Meter. Und die Verlockung war aber groß, also schoss ich nochmal und den Sportsfreund hätte ich eigentlich treffen müssen. Aber nichts, weder ein Hitmarker noch reagiert der Bursche auf diesen Schuss, der ihn eigentlich hätte in 1000 Stücke reißen müssen. Also naja gut, dann raus hier, dachte ich mir, raus, drauf geschissen. Aber auch das Boot springt nicht an, es reagiert nicht auf mich. Und schon war ich tot. Und die Frage war groß, wie konnte das passieren? Und jetzt meine Vermutung war, dass ich eigentlich nie losgerannt bin vom Spawnpunkt. Ich stand halt wahrscheinlich dort und habe mich nicht bewegt. Und erschossen wurde ich von den zwei Brüdern, an denen ich gerade vorbeigerannt bin. Die waren ja von meinem Spawn nicht weit, die sind ja in die Richtung gelaufen, zur Kathedrale. Oder ne, Kapelle, Kathedrale, Quatsch, zur Kapelle. Und, tja, haben mich da stehen sehen und mich umgeboostet. Obwohl ich doch eigentlich, wie ihr alle gesehen habt, fröhlich meiner Wege durch die Welt von Hunt Showdown gelaufen bin. Tja, so kann man halt auch seinen Jägern in den Sand setzen. Was will man machen? Hier wollte ich eigentlich noch meinem Kameraden schreiben, dass er mal nachladen sollte. Aber in diesem Beobachtungsmodus kannst du halt den Chat auch nicht benutzen. Ja, von daher kam das Ende schnell und wie zu erwarten. Ja, Leute. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Ähnliches erlebt wie ich? Schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Ich danke euch wie immer fürs Anschauen. Bis dann.